Einen schönen guten Tag. Es ist Donnerstag und es ist Zeit für das Newsroom-Video. Heute geht es um einen ziemlich eigenartigen Fall. Auf einem Spielplatz an der Sandstraße wurde eine mysteriöse Kiste gefunden. Bei mir ist Ulrich Behmann. Hallo Uli. Hallo, grüß dich Thomas. Willst du uns mal sagen, worum es sich da handelt? Ja, in dem Fall, der wirklich mysteriös ist, du hast es schon gesagt, gibt es momentan mehr Fragen als Antworten und wir versuchen ein paar Antworten zu bekommen. Wir haben Anfragen gestellt an die Polizei hier in Hameln und an das Landeskriminalamt in Hannover. Was wir wissen, und wir sind durch einen Post eines Facebook-Users darauf gestoßen, ist, dass in einem Gebiet, wo ein Spielplatz ist, Sandstraße, Feuergraben, wir wissen es noch nicht ganz genau, wo der Fundort da jetzt war, ein Mitarbeiter des Bauhofes eine Kiste gefunden hat. Die sieht aus meiner Sicht aus wie eine Munitionskiste. So aus Holz, mit Beschlägen. Und er hat die Polizei gerufen, weil ihm das komisch vorkam. Man hat das geöffnet und in dem Behälter war dann nicht nur eine Zündschnur, sondern auch eine Plastikdose, wo drauf steht 1 Kilogramm Böllerpulver. Das ist von einer Schwarzpulverfabrik hergestellt. Es sind Utensilien drin, wie eine Zange. Also eigentlich alles, was so ein Sprengmeister braucht oder ein Feuerwerker. Und die Frage ist, warum vermisst keiner seine Kiste? Ja, die Zange oder die Werkzeuge, die da drin liegen. Warum gibt es da keine, beim Fundbüro, warum gibt es da keine Anzeige? Und die Frage ist, warum versteckt einer sowas auf dem Spielplatz? Warum entsorgt er das da? Oder hat es da nur abgestellt, weil keiner sehen sollte, dass er sowas hat? Wo kommt das her? Was hat der damit vorgehabt? Was führte der womöglich Böses im Schilde? Das sind ganz viele Fragen, könnte man noch lange fortsetzen, darüber spekulieren. Da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Sind das denn legale Sachen, die man so kaufen kann? Ich denke nicht. Aber was wir nicht wissen ist, was war in der Dose drin? War das eine leere Dose oder war die gefüllt, halb voll oder ganz voll? Das kann ich nicht erkennen. Wir haben nur Bilder vorliegen, die der Facebook-User gemacht hat oder bekommen hat. Die sind aber echt und der Fall ist auch aktenkundig bei der Polizei. Okay, ich denke, die Sache wird noch ziemlich spannend. Sie klingt mysteriös, sie ist mysteriös und Uli wird sich heute bemühen, vieles darüber rauszufinden und aus seinem Twitter-Account darüber zu informieren. Den Rest lest ihr heute noch auf dbz.de und morgen natürlich bei uns in der Zeitung. So ist es. Tschüss.